AIMLab, Talking Science. Hallo, ich bin der Johannes und ich möchte euch heute zwei Praxisbeispiele zum Thema Teamwork in der Produktion vorstellen. Das hier ist der Sturkopf. Der Sturkopf hat früher auch irgendwann mal einen richtigen Namen gehabt, aber es kann sich keiner mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Und die Kollegen nennen ihn einfach Sturkopf deswegen. Warum heißt er Sturkopf? Ja, er ist einfach immer stur und arbeitet sein Programm einfach ab. Egal, was um ihn herum passiert. Das ist ihm völlig egal. Und wenn er dann doch einmal was anderes machen soll, was Neues, dann muss man ihm das erst bis ins kleinste Detail erklären. Naja, er ist halt auch ein kleiner Doofi. Und weil er eben so gar nicht mitbekommt, was so um ihn herum passiert, hat er auch schon manchmal Kollegen verletzt. Und also, das geht mal gar nicht. Und ein kleiner Doofi ist er auch noch nebenbei. Also, kurz gesagt, bei den Kollegen ist er nicht besonders beliebt. Also, deswegen arbeitet er auch immer alleine, abgetrennt von seinen Kollegen auf seinem Arbeitsplatz. Aber jetzt genug über den Sturkopf, weil ich bin mir mal einig, also sind wir uns einig, hinsichtlich Teamwork ist er echt komplett verloren. Da geht nichts mehr. Jetzt, 2010, ist aber jetzt die Chrissy in die Firma gekommen. Und die Chrissy arbeitet super mit dem Hans zusammen. Die Chrissy nimmt nämlich sehr genau wahr, was um sie herum passiert. Sie sieht gut, Infrarot, Ultraviolett, prinzipiell kein Problem. Sie hört auch gut, Ultraschall sogar, und sie reagiert auch sehr sensibel, wenn man sie berührt. Naja, weibliches Feingefühl eben. Und sie ist auch sehr stark und kann sehr exakt arbeiten. Und das sogar in ziemlich unangenehmen Arbeitsposen. Wenn also jetzt die Chrissy und der Hans zusammenarbeiten, dann übernimmt die Chrissy die anstrengenden Arbeiten und der Hans die komplizierten. Also jetzt zugegeben, die Chrissy ist jetzt immer nur Lehrling. Und sie denkt sich schon manchmal, Hans, ich verstehe das nicht. Aber ich bin mir sicher, wenn jetzt noch ein paar Jahre vergehen, dann werden die Chrissy und der Hans ein super Team ausmachen. Sozusagen das Team des Jahres. Und dann werden sie beide immer ohne Worte und ganz intuitiv wissen, was der andere jetzt gerade macht und was er noch vorhat. Also für mich ist ganz klar, es wird ein echt effizientes Team. Danke.